Jo Freunde, was geht? Alex hier. Und in diesem Video besprechen wir das Thema Testosteron, was es für einen Einfluss hat, was für negative Symptome man hat und wie wir diese verhindern, dass wir vernünftig aussehen. Und keine Sorge, das Video ist auch was für Frauen, denn Frauen müssen auch einen hohen Teil von Testosteron im Körper haben. Let's go! So, dafür setzen wir uns erstmal auf unseren Boxsack. Ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben. Und zwar Testosteron. Erstmal, was ist das? Das ist das männliche Hormon. Wir haben auch Östrogen, das ist das weibliche Hormon. Und in einem Mann sind auch männliche und weibliche. Und bei einer Frau genau das Gleiche. Viele denken immer, als Frau, man darf kein Testosteron haben, ist falsch. Wir reden erstmal darüber, was passiert, wenn man zu wenig Testosteron hat. Wir haben einmal weniger Libido. Das heißt, wir haben weniger Bock auf Sex. Und Sex ist ziemlich gesund und ziemlich gut und bringt auch Spaß. Deshalb wäre das schade, wenn man einfach nicht so viel Lust hat. Da auch wieder ein Grund, warum man mehr auf Testosteron achten muss. Denn erektile Dysfunktion, das gerade für uns als Männer wäre es ein ziemlich heikles Thema. Also wir kriegen keinen hoch. Das ist auch, kann auch ein Symptom sein. Als nächstes, wir verlieren Muskeln oder haben Probleme, Muskeln aufzubauen. Also ihr merkt, das sind sehr krasse Probleme. Wenn die ein Mann hätte, wäre gar nicht so geil. Als nächstes, weniger Kollagen. Es fängt alles an zu hängen. Und das ist wiederum wichtig für Frauen, weil wenn dann auf einmal die Brüste hängen, es ist ja nicht so angenehm für eine Frau. Und beim Mann hängt natürlich auch eher mal alles so ein bisschen am Bauch, an den Titten. Ist nicht so geil. Und als nächstes, Vitalitätsverlust. Das heißt, unsere Haare sind so dünn, sehen nicht gesund aus. Fingernägel sind sehr schlecht. Man verliert Haare, gerade auch am Oberschenkel. Das ist immer ein Zeichen, dass wir einen Testosteronmangel haben. Und wir kriegen eine hohe Stimme. Wir merken, das sind halt wirklich blöde Sachen. Und wie können wir das Ganze umgehen? Also was genau sind die Gründe für das Problem? Ich habe hier einmal ein hoher Östrogengehalt aufgeschrieben. Östrogene sind ja die weiblichen Hormone von der Frau. Und wenn wir die halt mehr haben, dann haben wir halt ja eine Disbalance, eine hormonelle Disbalance. Und dann können diese Probleme auftauchen. Was wir dagegen machen können, wäre natürlich einmal verarbeitete Produkte nicht essen. Denn genau da, wenn das sehr viel verarbeitet ist, genmanipuliert, so mit den ganzen Konservierungsstoffen vollgeballert, das kann unser Östrogenspiegel steigern. Dann habe ich nochmal Fleisch, zu viel Fleisch, also jetzt nicht Fleisch in dem Sinne, sondern ihr kennt mich, ich liebe auch Fleisch so, aber man sollte nicht übertreiben, man sollte jetzt nicht permanent jeden Tag, wie damals diese Oldschool Bodybuilder, die sich eigentlich permanent nur von Fleisch ernährt haben, das sollte man bloß nicht machen. Soja habe ich auch noch hingeschrieben, da ist man sich immer unstrittig, ob das so stimmt oder nicht, aber generell ist ja so, wenn man irgendwas eh übertrieben viel macht, dann kann es nie gesund sein, denn die Menge macht das Gift. Alkohol, auch Alkohol, zum Teil auch in der Leber verarbeitet, doch zum größten Teil 20% im Kopf, 80% in der Leber. Da entstehen auch viele Hormone und wenn wir natürlich Alkohol noch da verarbeiten müssen, hat das auch wiederum einen schlechten Einfluss auf unseren Testosteronspiegel. Denn habe ich noch die Fettleber. Und Fettleber ist, wenn Menschen zu viel Zucker meistens essen, dann, wenn man Zucker zu sich nimmt. Haushaltszucker besteht zum größten Teil aus Fructose. Fructose ist nicht schlimm, weil es eigentlich immer in Obst drin ist. Bei Obst sind halt Ballaststoffe drin, deshalb ist es nicht ganz so schlimm. Was blöd bei Fructose ist, es wird zum größten Teil in der Leber verarbeitet. Und wenn das immer in der Leber verarbeitet wird, hat die Leber natürlich extrem viel zu tun. Und wenn die Leber viel zu viel Zucker hat, also viel zu viel Energie, dann bilden sich schnell Fetttröpfchen durch Triglyceride und dann kann es dazu kommen, dass man eine Fettleber bekommt. Da auf jeden Fall übermäßig viel Zucker verzichten. Dauerhaft hoher Insulinspiegel reduziert den Testosteronspiegel. Das ist, wenn wir permanent snacken. Weil wir Menschen sind nicht dafür ausgelegt, dass wir wirklich alle zwei Stunden mal was snacken, die ganze Zeit jede Stunde was snacken. Aber wenn man mal überlegt, wie man damals war, da hat man auch nicht permanent immer irgendwie einen Kühlschrank zur Seite. Und das sorgt halt für einen hohen Insulinspiegel und permanent nennt, dass er immer oben bleibt. Und da wissen wir auch, dass das nicht förderlich ist für unser Testosteron. Gerade wenn man fastet, denn steigert sich der Testosteronspiegel, die Wachstumshormone steigern das ganz gut. Wenn ihr nicht solche Freunde seid von Intermittent Fasting, dann solltet ihr wirklich 3 Mahlzeiten am Tag essen, aber nichts dazwischendurch. Also wirklich, wenn ihr isst, dann isst ihr genau da und sonst nicht. Und dann habt ihr wesentlich bessere Vorteile. Noch besser wäre es sogar, wenn man halt wirklich Intermittent Fasting macht, dass man 16 Stunden fastet, 8 Stunden isst und in denen 2 Mal sozusagen. Als nächstes Low-Fat-Diäten. So, jetzt sagen viele wieder, oh, was hier und da. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Low Fat, wir Menschen, wir brauchen Fett. Also Fette sind gesund. Wir dürfen natürlich das Ganze nicht übertreiben. Wir müssen keine gesättigten Fettsäuren essen. Ist oft auch so in verarbeitetem Zeug, aber auch in tierischen Produkten ist sehr viel gesättigte Fettsäure. Das heißt, da sollte man natürlich nicht übertreiben. Aber man darf das Fett nicht verteufeln. Fett ist gesund und deshalb versucht keine Low Fat Diät zu machen, denn wir brauchen Fett. Das ist essentiell für uns. So, deshalb würde ich da euch empfehlen, eine moderate Nährstoffverteilung zu haben. Oder es kommt immer darauf
an, was ihr noch für andere vornehmt, aber niemals wirklich Fett wirklich krass reduzieren. Das kann nicht gesund sein und ist nicht förderlich für unser Testosteronspiegel, denn Fett ist hilfreich bei der Hormonentwicklung. So, jetzt die Lösung dazu, weil wir haben jetzt gerade gesprochen über die Symptome und die Gründe für das Problem. Jetzt, wie können wir unseren Testosteron steigern? Einmal genug Schlaf, ganz klar. Man sagt natürlich so, es gibt manche, die sagen, ich schlafe nur 4-5 Stunden, weil ich so ein harter Typ bin. Ist langfristig nicht gesund. Bei mir ist so, ich habe wirklich eine Zeit lang immer 6 Stunden geschlafen, aber ich habe wirklich sehr intensiv darauf geachtet, dass ich mich perfekt ernähre, nicht so viel einen hohen Stresslevel habe. Und dann war 6 echt absolut die Grenze. Aktuell bin ich so jetzt seit einem halben Jahr immer so auf 7 Stunden, 7,5 Stunden und da fühle ich mich top. So, und da muss ich nicht tiefer. Ich versuche dann anstatt, weil ich denke, okay, ich schlafe weniger, dafür kann ich mehr arbeiten. Ich versuche lieber die Zeit, die ich dann wach bin, effektiver zu nutzen. Das ist so das, woran ich eher arbeite. Und der Schlaf ist mir in dem Sinne heilig. Als nächstes habe ich Stress reduzieren. Stress reduzieren ist klar, Stress ist eines der schlimmsten Sachen. Ich habe das damals im Studium bei mir gemerkt, da hatten wir natürlich extrem, wir haben Durchfallquoten von 92% bei manchen Prüfungen. Wir wussten, wenn wir da durchfallen, ist vorbei. Dann können wir uns einen anderen Studienfach suchen. Und da ist man wirklich ein halbes Jahr permanent unter Dauerstress, weil man jeden Tag, morgens, nachts, man hat sogar von der Scheiße geträumt, so, weißt du? Und da habe ich gemerkt, dass ich kranke Schlafprobleme bekommen habe. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe immer eingeschlafen, boom, habe ich wieder einen Schock bekommen, weil ich in diesem, wenn du permanent im Stresslevel bist, denn das ist das Schlimmste einmal für die Psyche, wenn man psychisch krank, plus natürlich gesundheitlich ist das nicht gut. Deswegen seitdem, als ich diese Prüfung endlich bestanden habe, Gott sei Dank, war für mich der Fall so, ey, ich muss in der Zukunft darauf achten, dass ich mich nicht so verrückt mache. Dass man eher denkt, ey, was passiert, was ist, wenn ich durchfalle? Ich habe noch 2 weitere Versuche. So, dass man sich versucht ein bisschen, dass man nicht so sich unter Druck setzt. Das ist ganz wichtig. Also Stress reduzieren. Dann HIT-Training. Und das ist wiederum natürlich auch gut beim Kampfsport. HIT-Training, High-Intensity-Training. Das heißt, man geht nicht hin wie beim Bodybuilding, man macht so 3-4 Wiederholungen, geht nach Hause, man schwitzt nicht mal, sondern man geht hin und knallt sich einmal wirklich kurz, aber effektiv weg. So wie man sich vorstellt, mit dem Auto knallt man bis 5000 Umdrehungen. So, dann ist alles durchgeblasen. So, und genau da ist es auch. Wir versuchen richtig einmal zu schwitzen, Gas zu geben. Dann ist das perfekt. Als nächstes haben wir Kreuzheben. Kreuzheben, natürlich, da trainieren wir den gesamten Körper. Wenn wir viel Gewicht nehmen, dann ist das so eine krasse Belastung auf unser zentrales Nervensystem, dass wir einfach, ja, das hast du so runtersteigern. Das habe ich auch mal öfter in anderen Videos gemacht. Gerade auch zum Beispiel bei uns im Bodypeak haben wir es so, dass wir gerade beim Kreuzheben darauf achten, dass wir maximal Kraft haben. Also unser Ziel ist in Phase 1, dass wir die Kraft steigern, dass wir wirklich, wirklich übertrieben, dass wir wirklich alle Tricks nutzen, dass die Kraft richtig hochgeht. Und danach gehen wir dann in Phase 2, wo wir mit der Kraft die Muskeln aufbauen im Hypertrophiebereich. Als nächstes Intermittent Fasting habe ich schon angesprochen. Wenn wir längere Zeitraum nichts essen, dann ist es so, dass wir unser Testosteronspiegel steigern. Antiöstrogen essen. Also Antiöstrogen essen, also essen, was nicht förderlich ist, aber was ein bisschen tendenziellen Östrogenspiegel senkt, ist Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl, dieses ganze grüne Gemüse ist sehr gut. Und jetzt das allerwichtigste, und zwar Vitamin D, die Sonne. Bitte geht viel in die Sonne, natürlich jetzt im Winter oder irgendwo in Deutschland, wenn oft nicht die Sonne scheint, ist das sehr schlecht. Dann nimmt bitte Vitamin D zu euch. Und ich weiß, es wird viel Werbung gemacht. Nein, Vitamin D ist schädlich, bloß nicht zu viel, bloß nicht zu viel. Und da muss man mal gucken, klar, man darf nicht zu viel, aber ich glaube, es ist viel öfter so, 90% der Menschen ist eher so, dass die zu wenig Vitamin D haben, als manche, die zu viel haben. Das habe ich kaum gesehen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der nimmt jetzt so seit 2 Monaten 5000 internationale Einheiten und er hat mir gesagt, dass er unter dem Referenzwert liegt. Und er war natürlich, er musste vom Arzt das nochmal erhöhen. Und das hat mir gezeigt, boah, Alter, 5000 ist eigentlich ja nicht, gar nicht so wenig, weil man darf in Deutschland offiziell nur 800 am Tag essen, 800 am Tag zu sich nehmen. Und da sagen halt viele Wissenschaftler, dass man versuchen sollte, 60 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht zu erreichen, um einen perfekten Referenzwert zu haben. Das heißt, für mich wäre das, wenn ich 100 Kilo wiege, dann muss ich 100 mal 60 nehmen. Das heißt, ich muss am Tag 6000 Einheiten täglich nehmen. Und dann passt das alles bei mir. Natürlich ist es keine offizielle Empfehlung, es ist nur das, was ich nehme, weil ich darf es in Deutschland nicht anders empfehlen. Ich nehme, es ausdrücklich keinen anderen. So, das war's mit dem Video. Wenn du dich nicht wohlfühlst und denkst, ey, ich würde gerne mal ein bisschen mehr irgendwie Sport machen, ich habe einen Gratiskurs erstellt mit 4 Videos, wo ich wirklich Schritt für Schritt alles erkläre, damit man es erstmal versteht und dann auch direkt umsetzen kann. Genau, gönnt euch das. Die Klamotten sind wieder draußen. Wir sehen uns im nächsten Video. Jeden Sonntag kommt jetzt ein Video, mindestens vielleicht ab und zu mal mehr, aber jeden Sonntag. Guckt immer drauf, würde mich freuen. Schreibt irgendwas in die Kommentare rein, dann supportet ihr das Video. Haut rein, ciao.